So, heute ist wieder eine gute Gelegenheit für draußen. Wieder an die 30 Grad. Und ja, einfach so ein paar Updates wieder. Ich war jetzt am Wochenende wieder von Freitag bis Sonntag bei unserem alten Haus, das noch nicht verkauft ist. Und habe da zweimal eine Mahlzeit aus Brombeeren gegessen. Ich habe etliche Brennnesseln auch benutzt. Ansonsten habe ich einfach so gegessen, wie ich möchte. Ich habe auch zum Beispiel eingeweichten rohen Hafer gegessen, und gebackenen Kürbis. Also gebackener Hokkaido-Kürbis finde ich einfach mega lecker, muss ich sagen. Und dazu gebackene Zucchini. Ich habe auch mal Kartoffeln gebacken gegessen, aber der Kürbis hat mir deutlich besser geschmeckt. Ansonsten Bananensmoothie. Kaktusfeigen, ganz viel, gibt es momentan im Netto, ziemlich günstig, 1 Euro für 500 Gramm. Wie gesagt, die Brombeeren, bei den Brombeeren war witzig, an dem Tag, wo ich da war, waren noch nicht so viele reif, ein paar waren vertrocknet, ein paar waren noch nicht reif, ein paar waren reif. Dann habe ich die da gegessen und am nächsten Tag waren plötzlich ganz, 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 ganz viele reif. So, als ob der Strauch halt wirklich merkt, wenn da halt irgendjemand pflückt, um halt seine Zerstreuungschancen, sage ich mal, zu maximieren, weil der Strauch vielleicht davon ausgeht oder weiß, dass wenn ein Tier halt da Nahrung findet oder halt der Mensch, dass er am nächsten Tag nochmal wiederkommt und deswegen dann extra mehr Früchte schnell nachreifen lässt, um halt mehr Samen zu weiterzugeben. Kann ich mir vorstellen, weiß ich nicht, war auf jeden Fall ein komischer Zufall. Ja. Dann war ich 3 Stunden Fahrradfahren gestern, als ich wieder zurückgefahren bin. Bin eine Stunde zurückgefahren, habe einfach 2 Stunden verlängert, weil ich so viel Energie hatte. Obwohl ich zweimal an dem Tag gekocht gegessen hatte. Sogar einmal Bio-Nudeln, aber mit ganz viel Brennnesseln, um das Säurebilden auszugleichen. Entschuldigung. Das ist so ein Quick-Tipp mit Wildkräutern oder dunkelgrünen Blattgemüse oder dunkelgrünen Kohlgemüse. Solche stark säurebildenden Sachen wie zum Beispiel Weizenprodukte, Getreide, ja, auszugleichen. Ja. Oder halt direkt auf mehr basische Sachen setzen, wie halt Kartoffeln, Hokkaido-Kürbis, der halt auch sehr stärkehaltig ist und einfach besser schmeckt als Kartoffeln, finde ich. Weil es halt auch eine Frucht ist. Ja, Reis sollte man auch wieder ausgleichen. Oder zumindest halt dann ordentlich so Gemüse beigeben, dann noch ein Salatblatt, das ist eine Möglichkeit, oder halt dunkelgrünes Blatt und Kohlgemüse. Ja, das Fahrradfahren hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte einfach mega Energie, trotz dass ich zweimal gekocht gegessen hatte. Aber dann habe ich als dritte Mahlzeit Früchte gegessen und dann ging es halt ordentlich ab durch die Früchte. Ja, trinken tue ich immer noch nichts. In letzter Zeit auch keine Säfte oder so. Eigentlich schon seit einem halben Jahr trinke ich nichts. Andere Situation oder anderer Bereich, der berufliche Bereich, sage ich mal, da hatte ich ja erzählt, dass ich mit Coachings anfangen möchte, also zusätzlich zu den Videos und auch die Videos hier qualitativer gestalten möchte. Das dauert aber noch ein paar Monate, bis ich dann auch eine Kamera kaufen kann. Also noch ist halt kein Geld geflossen, sage ich mal. Und währenddessen suche ich halt weiterhin einen Minijob einfach. Das reicht mir vollkommen, um Kosten zu decken. Ich habe da halt ein paar ausprobiert, die waren aber so stressig, dass die einen einfach kaputt gemacht haben. Und jetzt, während ich halt weiterhin auf der Suche bin, beziehungsweise nicht unbedingt auf der Suche, also spätestens Oktober wird im Bioladen eine Stelle frei und da werde ich dann sehr wahrscheinlich genommen im Oktober. Aber währenddessen habe ich halt, wie ich im letzten Video auch erwähnt hatte, eine Stütze beantragt und in circa einer Woche oder so wird dann auch Geld fließen. Und da bin ich dann aber gleichzeitig Vollzeit beschäftigt, weil die halt so eine Eingliederungsmaßnahme, da möchte ich auch in diesem Video mal offen drüber reden. Das ist in einem SOS-Kinderdorf, direkt hier vor Ort in der Stadt, brauche ich nur 5 Minuten mit dem Fahrrad. Und da war ich heute zum ersten Mal und das fand ich einfach sehr genial. Also ich finde es richtig gut, da die Menschen, das sind halt Pädagogen, die da arbeiten, die sind extrem offen, nett, freundlich und ja, es hat halt jeden Tag ein anderes Programm.
Montags ist einfach nur Programm Bewegung, sagt mir sehr zu. Dienstag ist Bewerbungstraining, ist jetzt nicht irgendwas, was ich auf Dauer für wichtig für mich persönlich halte, weil ich kann Bewerbungen schreiben und weiß auch, wie ich die präsentiere. Und das geht sogar 8 Stunden dann am Dienstag. Das ist ein bisschen seltsam. Mittwoch ist Kochen, sagt mir auch zu. Übermorgen werden wir dann auch vegan kochen, weil ich halt gesagt habe, dass ich vegan bin. Hat er gesagt, ja, dann machen wir einfach mal Thema vegan. Stelle ich auch kurz den Veganismus davor bei den Leuten. Finde ich auch ziemlich cool. Also genau das finde ich halt auch ziemlich cool, weil ich kann da dann ordentlich was zu beitragen und halt auch schon das machen, was mir halt, ja, was ich halt auch vorhabe in der Zukunft, den Veganismus halt, den gesunden Veganismus voranzutreiben und halt Gesundheit einfach voranzutreiben bei Menschen und halt Menschen zu inspirieren und so weiter. Und dann kann ich das da auch schon mal machen, Schrägstrich üben und so weiter. Donnerstag ist ein praktischer Tag, da werde ich dann einfach, die haben da auch Streuobstwiesen und so weiter, da kann ich dann rumschnibbeln und ja, in der Natur einfach sein, 8 Stunden am Tag und da halt Gartenarbeit machen, finde ich auch ziemlich genial, muss ich sagen. Und Freitag ist ein Exkurs, einfach irgendwo irgendwas besichtigen. Ja, 30 Stunden die Woche, also zählt da als Vollzeit, aber komplette Vollzeit wäre ja 40 Stunden. Ja, und ich finde die Leute da eigentlich ziemlich nett, alle, und macht eigentlich Spaß, aber ich guck, war jetzt erst einen Tag da, ist auch überhaupt nicht stressig, alles total offen, guck einfach, wie sich das weiter verhält. Und währenddessen kann ich natürlich dann keinen Minijob ausführen. Diese Maßnahme geht 3 Monate. Wenn ich die innerhalb der 3 Monate abbrechen würde, müsste ich sogar, also wird mir nicht nur um 40% der Hartz-IV-Satz gekürzt, sondern ich muss auch noch 30% der Kosten der Maßnahme bezahlen. Das sind 250 Euro, wenn ich abbreche. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so eine Bestimmung. Ja, und deswegen, ja, muss ich einfach mal gucken, aber wenn das halt überhaupt nichts ist, weil die da einfach wirklich zugechillt schon sind und heute ist da auch eigentlich überhaupt nichts passiert, war eigentlich fast nur rumsitzen. Muss man einfach mal gucken, ob, also wenn ich die Zeit halt wirklich sinnvoller nutzen kann, indem ich irgendwie beim Biobauern kann ich noch anfragen, ob der halt irgendeine Aushilfsstelle frei hat. Ansonsten werde ich mich vielleicht auch nach Teilzeit umsehen, obwohl ich mit so viel Geld nichts anfangen kann unbedingt, also nicht für mich selber zumindest. Aber ich meine, 20 Stunden Teilzeit, wo ich dann halt was Sinnvolles mache und meinen Weg weitergehe und ich will halt wirklich langsam mal Dinge mehr umsetzen, könnte eventuell halt besser sein, als 30 Stunden lang da rumzusitzen, sage ich mal, und Dinge zu tun, die einen nicht unbedingt weiterbringen. Wobei ich halt allein wegen der Leute und dem Sozialen und ja, andere Leute halt inspirieren und so weiter und was beizutragen, allein deswegen eventuell gerne da bleibe. Ja, damit will ich auch nur sagen, dass Maßnahmen und das Amt und so weiter nicht immer irgendwie böse ist oder so. Das dachte ich halt immer früher, dass sie einen einfach nur robotermäßig irgendwo reinstecken, um halt schnell aus der Arbeitslosigkeit wieder rauszubringen. Also halt so ganz menschenfeindlich und so weiter. Und das war einfach irgendwie ein Vorurteil. Und ich glaube, dass viele dieses Vorurteil haben. Und ich fand die im Amt, also die Leute, die da saßen, die haben sich auch total aufgeregt irgendwie über den Sachbearbeiter und so weiter. Und als ich den Sachbearbeiter dann hatte, fand ich ihn eigentlich ziemlich vernünftig, muss ich sagen. Und der hat halt auch das vorgeschlagen mit dem SOS Kinderdorf, weil das so eher unkonventionell ist und dass das halt zu mir passen würde wegen meinem minimalistischen Lebensstil, dass er halt eine Jobsuche, Arbeitsvermittlung noch nicht sinnvoll sieht, sondern erstmal halt diese Heranführung wieder durch, ja, durch dieses Dorf. Und das fand ich halt interessant, und jetzt bin ich halt auch hingegangen und fand es noch interessanter und werde einfach mal gucken, ob das halt für mich Sinn ergibt oder ob ich halt ja einfach weiterhin einen geeigneten Minijob suche. Und da muss ich halt auch kein schlechtes Gewissen haben, weil ich da wirklich dann auch was beitrage innerhalb dieser Gemeinschaft dann, also mich da halt auch einbringe und so weiter und auch inspirieren kann und Freude und Glück verbreite. Ja, das nimmt auf jeden Fall sehr viel Spannung weg, also sehr viel Anspannung weg, weil ich halt jetzt monatelang überhaupt kein Geld hatte und mir was leihen musste, so 20 Euro in der Woche. Ist jetzt nicht unbedingt viel, aber es muss halt trotzdem nicht sein. Werde aber auch weiterhin Dinge verkaufen, genau das könnte ich jetzt machen.
Ich habe jetzt für 500 € auch Sachen verkauft, aber 350 € war für eine andere Person, die ich heute abgebe. 100 € habe ich Schulden bezahlt, halt von Essen kaufen. 50 € hatte ich dann so für Essen, deswegen muss ich mir jetzt nichts mehr leihen. Und in 10 Tagen spätestens kriege ich dann auch vom Amt Geld. Das sind entweder 2 oder 3 komplette Monatssätze sogar, also 800 bis 1200, weil ich es für den Juli rückwirkend noch beantragen konnte. Davon muss ich dann noch ca. 400 € Schulden bezahlen. Auch vom Essen, was sich dann halt angehäuft hat, weil das dann in Kasso ging. Also ich rede da halt jetzt ganz offen drüber. Weil ich, ja, ich hatte einfach ein, war total auch gefangen in meinem Mindset, dass, ja, ich hatte einfach so eine Blockade dagegen, eine Stütze zu beantragen. Und ich habe halt Jobs gesucht und habe es auch versucht und es hat mich einfach so totgestresst und habe halt trotzdem weiterhin halt Essen gekauft und dann sind halt so ein paar Schulden zusammengekommen, aber ist halt nicht weiter schlimm. Das meiste habe ich halt zurückbezahlt und das kann ich auch noch zurückbezahlen und wie gesagt, habe ich da kein wirklich schlechtes Gewissen und ich trage ja auch so schon zur Gesellschaft bei und zur Gesundung. Also ich kriege täglich auch bei Facebook Anfragen schon seit einem Jahr und habe da auch schon viel weitergeholfen beim Fasten begleitet und die Ergebnisse waren immer sehr positiv für die Leute und möchte halt dann auch weiterhin ja diese Coachings machen und halt einen Spendebutton einführen. Aber noch ist es nicht so weit, noch finde ich einfach meinen Content zu wenig qualitativ und auch die ja, Sachen, die ich vorzuweisen habe, so von der eigenen Fitness und Leistungsfähigkeit und sag ich mal Glücklichkeit finde ich für mich persönlich noch so zu wenig, was ich so liefern kann. Und dann möchte ich dann halt, ja, das kann ich dann noch nicht so mit mir selber vereinbaren, deswegen dauert es dann noch so ein paar Monate. Ich habe dann auch vor, halt zu reisen, zu Leuten auch direkt hinzureisen und da dann vor Ort zu unterstützen. Das heißt, unterstützen einfach, dass sich so Gleichgesinnte auch treffen, aber halt die Leute, die Bock haben, dann auch gecoacht zu werden währenddessen oder inspiriert zu werden, mache ich das auch. Und es ist halt alles kostenlos. Aber die Leute, die, ja, denen das halt was gebracht hat und die was geben können, die können halt dann gerne was spenden. Ich will da halt nicht irgendwie einen selbstständigen Beruf draus machen, sondern ich will sozusagen Lebenskünstler oder wie man es nennt, Freikünstler oder wie das heißt, bleiben und nicht irgendwie was Offizielles anmelden oder so. Ich möchte das alles halt wirklich, dass es auf, ja, auf gegenseitige Freude, sage ich mal, basiert und nicht unbedingt auf Verträgen und Steuern und all das Zeug. Und da kann man sich auch gleichzeitig überlegen, was man halt, oder ob man halt so gemeinsame Projekte machen möchte. Das ist, genau, Bauwagen ist halt noch der Plan für entweder noch vor dem Winter, wenn ich einen isolierten kriege, oder das schnell hinkriege, einen zu isolieren, einen Bauwagen. Also wenn ich mir die halt alle so angucke, dann kriegt man die halt wirklich schon ab 200 bis 300 €. Wenn nicht, dann halt, weiß nicht, wartet man ein bisschen ab oder halt 400 €, keine Ahnung. Durch Verkäufe werde ich das sicher hinkriegen auch. Also spätestens, wenn ich halt einen Minijob im Oktober habe. Aber allerspätestens werde ich im Frühjahr dann umziehen, damit ich hier raus bin. Aber währenddessen kann ich schon mich mehr darauf konzentrieren, mehr in der Natur zu sein, mehr zu meditieren und das Wochenende über immer im alten Haus zu sein. Im alten Haus, nicht Altenhaus. Damit man nicht die tägliche Streitigkeiten der Mitbewohner schrägstrich Eltern mitbekommt. Und ja, Ernährung lasse ich einfach weiterhin fließen. Ich esse momentan einfach, was ich will oder esse auch nicht, was ich will. Also wenn ich will, esse ich auch nichts halt, wie gesagt. Ich fühle mich halt deutlich weniger leistungsfähig, bin es auch deutlich weniger, aber ich habe trotzdem eine krasse Leistungsfähigkeit. Das habe ich beim Fahrradfahren gestern gemerkt und die reicht mir schon momentan. Mein Bewusstsein ist noch gar nicht drauf angepasst genug, weil ich das alles so schnell durchgesprintet habe, um diese höheren Regionen, wo man sich gar nicht mehr physikalisch fühlt, wirklich mit dem Geist ausfüllen zu können. Also es entsteht dann ein ziemlich großer Raum und der muss dann erstmal ausgefüllt werden mit dem Geist. Also es verschiebt sich halt alles stark ins Geistige und auf Dauer ist das noch nicht komfortabel, sage ich mal. Und deswegen lasse ich es einfach momentan fließen. Das kann manchmal halt wirklich High Carb sein. Manchmal ist es gar nichts, manchmal ist es Saft, einfach nur Säfte, manchmal ist es Rohkost, manchmal ist es Rottel 4, manchmal 1000 Kalorien, manchmal 0, manchmal 3000.
Also bis zu 3000 Kalorien fühle ich mich noch wohl. Ich gucke aber trotzdem, dass es halt salzarm ist, fettarm, weil das sind so die beiden Sachen, die ich fast überhaupt nicht vertrage. Fett ab und zu schon. Vorzüglich aus ganzheitlichen Quellen dann, aber halt wirklich nicht jeden Tag oder so. Ja, und schränke mich da also kein bisschen mal ein, so wie ich halt gerade Lust habe. Ja, und das war es eigentlich. Ich könnte höchstens noch versuchen, diese Sachen mit Gourmet-Rohkost zu ersetzen, so gekeimter also Brot aus gekeimten Buchweizen und sowas. Damit gucke ich in den nächsten Tagen noch. Vielleicht kann ich dann halt doch komplett roh bleiben, aber trotzdem halt so Geschmäcker halt generieren, die einem gefallen, so dass die Emotionalität einfach gesättigt wird. Und dass das halt wirklich ein spielerischer Fluss einfach ist. Besonders wenn halt ein paar Finanzen da sind, habe ich dann halt auch die Möglichkeit, wieder bessere Früchte zu kaufen, zum Beispiel eine Kiste Orangen. Ja, das wird man sehen, aber das ist so die momentane Situation. Vielleicht